Pfarrer Friedrichsfeld muss weichen. Danke, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge. Natürlich stimmt die Wochenangabe nicht mehr, die ich hier mache in dem Video. Aber ich bin damit so angefangen, also werde ich es auch so fortsetzen. 120. Teil oder 120. Woche. Diesmal geht es um Neuigkeiten für das ehemalige Gelände des Einsatzhafen Pfarrel Friedrichsfeld. Die Nordwestzeitung hat berichtet, dass sich die Öffnung des Geländes verschieben wird, weil man dort blaue und orange Hülsen gefunden hat. Was hat das Ganze auf sich? Niemand weiß Näheres. Ich habe mal beim Kampfbergungsdienst nachgefragt. Dort ist nicht bekannt, irgendwelche blauen und orangen Hülsen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges bzw. der Bundeswehrzeit. Vielleicht gibt es eine einfache Erklärung, dann schreibt es mir bitte unten in den Kommentaren. Mehr Neuigkeiten folgen in Kürze. Ich hoffe dennoch, dass ihr mir für dieses kurze Update einen Daumen in nördlicher Richtung gebt und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, danke und tschüss. Thank you.